Ich habe heute zwei richtig große Sammlungen im Store angekauft. Eine Pokémon-Sammlung und eine riesige Videospiele-Sammlung mit Nintendo-Games, PlayStation-Games und Co. Wir haben bereits schon alles eingeladen, aber ich möchte euch das so ein bisschen zeigen. Wir sind hier im Store und hier im Auto ist die ganze Ausbeute mehr oder weniger schon. Das wird definitiv die kommenden Tage nach und nach verarbeitet. Das hier sind, oder war jetzt nicht in der Sammlung, das habe ich einfach mitgenommen, aber hier haben wir diverse Super Nintendo Spiele. Leider nicht komplett in Box, hier fehlen leider die Anleitungen, aber nichtsdestotrotz in einem relativ guten Zustand. Der Vorbesitzer hat sich hier schweren Herzens von dieser ganzen Sammlung getrennt und ist hier natürlich beim Amazing Toys vorbeigekommen und konnte ziemlich gemütlich hier die ganze Sammlung verkaufen. Er ist kurz vorbeigekommen, hat das Zeugs gedroppt, ist dann da hinten, glaube ich, irgendwo einkaufen gegangen, Coop, Migros. Und als er zurückgekommen ist, ist er mit dem Angebot zufrieden gewesen und konnte halt mehr oder weniger direkt alles hier lassen. Hier haben wir noch eine PlayStation 1, leider auch nicht ganz complete in Box. Hier eine PlayStation 2 Fett, complete in Box. Dann eine Nintendo 64, nicht complete in Box, aber dennoch spielbar sozusagen mit einem Expansion Pack. Eine GameCube auch nicht ganz complete in Box. Aber auch diverse Nintendo 64 Spiele, Rumble Packs, wir haben hier auch PlayStation 1 Spiele, ein paar. Viele Sportspiele leider, also nichts super Prickelndes. Hier unten, da hinten sieht man auch versteckt einige andere Sachen. Das werden wir uns alles dann gemeinsam im neuen Büro etwas genauer anschauen, was hier die Ausbeute ist. Und wir haben auch hier tatsächlich, denn es hat nicht alles Platz gehabt, auch auf dem Rücksitz haben wir hier noch eine PS3 Complete in Box, so ein Super Game Boy, eine Super Nintendo, einfach lose natürlich, ein paar PlayStation 3 Spiele, nichts Prickelndes, nichts Interessantes. Hier ein verpacktes Geschenk, was dann dieses Wochenende noch verschenkt wird. Hier unten noch ein paar andere Spiele, die haben jetzt nicht zur Sammlung gehört. Und hier tatsächlich eine richtig, richtig coole Pokémon-Sammlung, die wir uns auch eben, wie schon heute angesprochen, einverleibt haben. Sehr, sehr viele coole Karten dabei. Hier auch eines der Highlights des Dragonite, wie aus Evolving Skies. Ja, das meiste ist Englisch gewesen, vieles auch aus tatsächlich Shining Legends, einige der Shinies. Viele Nirmend-Karten, aber auch leider etwas bespieltere Karten. Wir haben hier diverse Stuff, ja, also wirklich alles mögliche, ein paar Megas aus der EX-Ära, Sword and Shield Stuff und vieles, vieles, vieles mehr im Prinzip. Und wir werden uns das alles etwas genauer angucken, wenn wir im Lager sind, damit ihr nochmal einen besseren Überblick habt, was hier alles in den Store und Online-Shop demnächst kommt, Amazing Toys. Wie versprochen und im Backoffice angekommen, werde ich euch jetzt zeigen, was in dieser Sammlung so alles dabei gewesen ist. Und wir haben hier mehr oder weniger die Sammlung etwas ausgebreitet. Ich kann euch jetzt auch so ein bisschen zeigen, was in den Boxen drin ist. Das sind jetzt hier alles Super Nintendo, also SNES-Spiele. Leider, wie schon gesagt, sehr oft fehlen die Anleitungen, aber ansonsten sind die Sachen komplett, also Cartridge, Inlay, einfach eben ohne Anleitung. Wir haben hier Donkey Kong Country 3, Super Mario Kart, Captain America and the Avengers, solche Geschichten. Donkey Kong Country 2, Street Fighter 2, Super Mario All-Stars und noch so ein paar, SimCity, FIFA 96, also jetzt nichts mega prickelndes jetzt hier. Aber auch hier bei Nintendo 64 haben wir so diese etwas gechilltere Kiste, Klassiker, Golden Eye natürlich, kennt man, aber auch sowas wie F-Zero ist hier mit am Start, mit deutscher Anleitung, die leider nicht dabei ist. Sehr, sehr, sehr schade, aber trotzdem sehr, sehr, sehr cool in der Collection anzutreffen. Hier eben diese SNES, da unten eine, Complete in Box PlayStation 3 und dann hier jetzt nichts Nennenswertes, ein paar PS3-Spiele, ein paar GameCube-Spiele, wobei hier die zwei, die sind ganz cool, vor allem finde ich aber auch das Twilight Princess, das ist in einem echt guten Zustand und die beiden sind auf jeden Fall Complete in Box. Da unten ist noch ein Ladekabel, ein Stromkabel für die SNES. Das gehört nicht zur Collection, das hatten wir einfach sonst schon hier drin.
Paar Playsy-Spiele, jetzt nichts super Spannendes, aber so das Highlight aus dieser Box. Eine ziemlich gut erhaltene Majora's Mask Box. Hier ein kleiner Knick drin, aber ansonsten relativ gut erhalten. Das Expansion Pack ist ebenfalls mit drin und das Spiel, aber auch hier fehlt leider Gottes die Anleitung. Aber ja, was will man denn machen? Dann haben wir hier noch Donkey Kong 64. Hier ist eine Anleitung drin, aber leider nicht die richtige Sprache. Aber auch trotzdem hier relativ cool. Und das Expansion Pack ist ebenfalls mit dabei. Hier auch super stark Pokémon Stadium in einem sehr guten Zustand. Aber auch hier fehlt die Anleitung wieder. Also falls mal jemand irgendwie Anleitungen am Start hat, definitiv gerne mal bei mir melden. Dann haben wir hier auch Super Mario Sunshine Pack. Sehr, sehr, sehr cool. Mit dem Sticker oben drauf. Hier unten haben wir dann auch noch ein paar Highlights aus der Nintendo 64. Hier auch ein Spiel, das ich gar nicht gekannt habe. Das habe ich hier zum ersten Mal gesehen. Holy Magic Century. Das wäre so ein Spiel gewesen. Wäre das, also wäre ich, also Nintendo 64 ist meine erste Konsole gewesen. Wäre jetzt das hier tatsächlich, ja, zu meiner Zeit rausgekommen, wo ich halt noch mal etwas jünger gewesen wäre, aber ging halt eben nicht, weil ich zu jung gewesen bin. Das wäre definitiv ein Spiel gewesen, das hätte ich mir definitiv geholt. Magie, Monster, Maschinen und auch hier die Artworks, das wäre sowas von... Das würde ich mir sogar überlegen, ob ich das nicht behalten soll, das sieht so cool aus, das ist irgendwie... Keine Ahnung. Ich habe es aber noch nie gesehen, ich fand einfach das Artwork auch schon mega cool, es hat mich sehr, sehr, sehr angesprochen. Also ich hätte das als Kind sofort gekauft. Ich finde jetzt zum Beispiel, es ist jetzt hier Blasphemie, aber zum Beispiel das Cover weniger ansprechend als dieses hier. Ja. Aber ist auch nur meine Meinung. Hier haben wir noch Ocarina of Time. Auch sehr cool natürlich. Oder sowas wie, ganz klar natürlich, Super Smash Bros. In einem wirklich sehr, sehr, sehr guten Zustand. Oder auch sowas wie hier Diddy Kong Racing. Mein absolutes Lieblingsspiel. Habe ich natürlich bereits. Aber ja, all diese Dinge, by the way, werden nach und nach bei uns im Store und auch im Online-Shop tatsächlich erscheinen. Hier noch Mario Kart 64, Banjo-Kazooie natürlich, auch in einem sehr guten Zustand und Killer Instinct. Wir haben hier natürlich auch unten auch noch ein paar weitere Highlights, ja, die ich euch gar nicht vorenthalten. Haben wir auch noch sowas wie NES-Spiele, vor allem das Highlight der NES-Spiele hier. Dieses The Legend of Zelda European Version mit der goldenen Cartridge Re-Diffusion, von daher war das wahrscheinlich. Inklusive Anleitung, das ist komplett in Box. Absolutes Highlight meiner Meinung nach hier aus der Collection auch. Sehr, sehr nostalgisch auch und sehr, sehr, sehr cool. Dann auch sowas habe ich auch noch nie gesehen. Attack of the Killer Tomatoes. Also auch, ja, das ist so ein bisschen Shovelware. Und halt noch eine, wow, müssen wir hier kurz rüberhauen. Und hier haben wir dann das kleine, aber feine Handheld-Büchschen. Und ich muss hier an dieser Stelle einfach sagen, das habe ich hier schon eingepackt, das ist das teuerste Handheld-Game, was hier drin gewesen ist. Oder eines der teuersten einzelnen Spiele aus der gesamten Collection, Pokémon Saphir Edition. Und auch hier, ich habe mir dieses Spiel angeguckt und da war auch eine Quittung drin. Nee, das ist nicht der richtige Preis. Das war einfach eine Hülle, die ich noch hatte, die bepriesen gewesen ist. Da war eine Quittung drin vom Toys R Us in Dietlikon mit diesem Saphir. Ich habe ihn dann gefragt, weil vieles aus dieser Collection ist aus seiner Kindheit. Und ja, hat sich herausgestellt, er hat dieses Spiel hier aus eben diesem besagten Toys R Us, das den damals noch gegeben hat, gekauft gehabt oder geschenkt natürlich als Kind, weil die Quittung ist immer noch drin. Und man mag es kaum glauben, auch der liebe Thomas, der kleine Junge, hat sein Pokémon Smaragd aus diesem Toys R Us damals neu erhalten und hat auch das Smaragd-Spiel immer noch. Also wirklich super schön, immer auch so die Stories hinter diesen ganzen Collections sich mit reinzuziehen. Hier waren noch ein paar Yu-Gi-Oh! Spiele, leider ohne die Promokarten, die halt dann wirklich eigentlich das Ganze wettmachen, wenn sie es hielt. Wären hier immer noch sowas wie ein Cheatpack für den Game Boy oder Game Boy Color, muss ich auch mal ausprobieren, ich weiß gar nicht. Also ich denke mal, das wird schon funktionieren, das habe ich jetzt nicht getestet. Hier sind noch ein Game Boy Clear und Game Boy Advance drin.
funktionieren alle noch, mit dem Unterschied oder mit dem Problem, dass hier der Gameboy hier fehlt, diese Frontplatte. Aber ansonsten geht es dem Gameboy, diesem durchsichtigen, eigentlich relativ gut. Er hat wirklich dieser Sammlung sehr Sorge gehalten. Hier ist noch eine PlayStation Portable drin, die auch funktioniert. Die haben wir alle getestet. Hier noch ein paar Gameboy-Spiele und auch hier noch ein paar Gameboy-Spiele. Also echt super, super, super cool an dieser Stelle. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde es immer cool, wenn ich hier so, ja, wie soll ich das sagen, solche Sammlungen, ja, aufkaufen darf. Hier unten haben wir noch so ein bisschen das Ausmaster-Sammlung. Ich finde das immer ganz cool. Ich kann da die Stories, ich kann da mit den Leuten sprechen, ich kann da halt auch einfach so ein bisschen auch nochmal Nostalgie wieder auffrischen bei den Leuten, bei mir selber. Es macht mir auch immer ungemein super viel Spaß, das Ganze halt mit den Leuten nochmal so ein bisschen Revue passieren zu lassen, wie sie die Sammlung angehäuft haben, von wann die ist, wo sie die bekommen haben und so weiter. Und dann das Ganze nach und nach wieder an andere Sammler zu bringen letztendlich. Ja, das ist ja eigentlich mehr oder weniger mein Job an dieser Stelle. Und ja, es ist wirklich echt, wie kann ich das sagen, eigentlich ja mein Traumjob in dem Kontext. Ja, also ich kann diese Sammlungen aufkaufen, aufbereiten, reparieren oder halt so ready machen, dass sie, bis auf dieses hier, ich glaube, das behalte ich wirklich so als Erinnerung an diese Collection. Ich finde dieses Holy Magic Century, ich habe das noch nie gespielt, aber das spricht mich einfach irgendwie an. So cool. I really don't know. Aber ja, auf jeden Fall finde ich es immer so cool und ja, ich könnte mir keinen besseren Job eigentlich vorstellen, als das zu tun, was ich hier mache. Sei es jetzt mit Pokémon-Karten, mit Yu-Gi-Oh-Karten, mit Videospielen, mit eben all diesen Dingen, die man halt eben so collecten kann. Und ja, seid gespannt. Das wird nach und nach jetzt im Store und im Online-Shop online gehen. Und ja, wer zuerst malt, malt am besten. Und das sind wirklich echt super gute Zustände von all diesen möglichen Spielen. Also ich war echt überrascht. Und falls ihr mal irgendwas aus eurer, ja, Collection, wenn ich das so sagen darf, verkaufen wollt oder auch einfach eintauschen wollt, Trade-ins machen wollt, kommt gerne jeweils samstags bei uns im Store einfach zwischen 12 Uhr und 19 Uhr vorbei. Wir sorgen für wirklich einen unkomplizierten Ablauf und ihr könnt da wirklich super, super easy dann entsprechend eure Dinge verkaufen, eintauschen, Trade-ins machen und wir werden da meistens immer auf einen grünen Zweig kommen, wie jetzt auch hier bei dieser Collection. Und ja, das war jetzt tatsächlich, ja, wenn man sich mal so diese Masse anschaut, doch eine etwas teurere Collection. Die hat jetzt nicht irgendwie ein paar Franken gekostet, sondern das war schon ein größeres Sümmchen. Darum, wir sehen uns im nächsten Video. Bleibt dabei, haltet die Ohren steif. Wir sehen uns spätestens wieder im nächsten Video oder an der Zürich Popcon, denn da sind wir nämlich auch am Start mit wieder einem super, 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 super großen Stand. Da freuen wir uns wieder riesig auf euch. Und ich tease das schon so ein bisschen an. Es wird eine riesige, riesige Überraschung geben für die Zürich Popcon, denn etwas hat nicht geklappt für die Fahrbar, für die Fantasy Basel und wir haben es jetzt wirklich hingekriegt. Wir werden es für die Zürich Popcon schaffen. Die Stammgäste, Stammkunden und Co. wissen wahrscheinlich Bescheid, was nicht geklappt hat an der Fahrbar. Aber was an der Zürich Popcon auf jeden Fall laufen wird, da sind auch schon die Vorbereitungen auf Hochtouren. Und das wird ein big, big Launch für uns hier bei Amazing Toys. Also haltet die Ohren steif, wir sehen uns.